Liebe Freundinnen und Freunde unserer Partnerstädte aus Belfort, aus Rovinj, aus Berlin-Neukölln und aus Bad Lobenstein, liebe Bürgerinnen und Bürger, ein Zeichen der Verbundenheit soll diese kurze Botschaft sein, ein Zeichen einer starken Partnerschaft, aber auch ein Zeichen einer schwierigen Zeit, die das Coronavirus mit sich bringt, in einer Zeit, wo wir nicht mehr reisen können, wo wir unsere Gemeinsamkeit gerade im Ausland, nach Frankreich, nach Kroatien, nicht mehr so leben können, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Denn eine starke Partnerschaft, wie wir vier es gemeinsam haben mit den Städten, die sucht ja seinesgleichen, und wir dürfen nicht ablassen, auch von einem entsprechenden Virus uns davon abzuhalten, entsprechend die Verbundenheit zu dokumentieren. Insofern freue ich mich ganz besonders, dass es hoffentlich gut geht in den Partnerstädten. Uns in Leonberg geht es gut. Die Infizierungsrate hält sich in Grenzen, die geht mittlerweile auch wieder zurück. Und wir sind zuversichtlich, dass wir bald wieder ein gutes, normales, gesellschaftliches Leben führen können. Wir müssen aber unser Band unserer Partnerschaft weiter festigen. Insofern freue ich mich besonders auch im Namen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, unseres Gemeinderates natürlich auch, dass wir uns bald gesund wiedersehen. Ich wünsche unseren Partnerstädten, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, natürlich das Beste. Und ich glaube, wir können zuversichtlich sein, dass wir bald uns wieder in geselliger Runde zusammentreffen, zusammenfinden, spätestens beim Pferdemarkt in Leonberg im Jahr 2021.